Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cosplay und Autodrive Tutorial. Ja, in der letzten Folge haben wir den Komposter angebunden. Ja, um zu testen, ob wir da den Kompost auch rauskriegen, brauchen wir Sprit da drin. Das heißt, wir brauchen ein Spritfass. Dafür nehmen wir uns, das sollte reichen, den kleinen hier. Und dann schicken wir den mal zum Shop. Der soll uns das mal holen. Sollte ja eigentlich jetzt auch von hier ausgehen, hoffe ich, dass wir das angebunden haben. Ja. So, der wird Bescheid geben, wenn er da ist. In der Zwischenzeit. Wir müssen da rückwärts hin herausnehmen. Das heißt, wir stellen den Anhänger erstmal hier ab. Und ich würde sagen, wir fangen ungefähr hier eine Tour an. Nehmen das mal auf. Fahren dann hier einen Bogen. Ziehen nach vor bis an die Wand, dass wir auch längere Anhänger gerade stehen haben. Na, kriege ich noch einen Punkt? Nö, egal. Sollte reichen. Und fahren dann hier gerade zurück. Mal schauen. Es sollte eigentlich reichen. So, der ist angekommen. Kriege ich noch einen Punkt? Ja. So. Den Punkt nennen wir Komposter Entnahme. So, dann fahren wir von hier wieder los. Fahren einen Bogen und da sich das anbietet, nehmen wir hier diese Spur zurück. So, wir verbinden das Ganze. Verbinden das auch da. Gucken wir, können wir da Kompost drin lagern? Kompost, ja. So. Was ich mir noch gedacht habe, wenn wir hier schon so einen Wendekreis bauen, dann können wir da auch eine Kurve noch machen, um in das Silo einzulagern. Das heißt, die fahre ich jetzt aber da. Ich könnte es einfach schräg verbinden, aber ich glaube, das wird schöner, wenn wir hier einfach die Aufnahme starten. Den Rundbogen hier fertig fahren. Und dann da die Abzweigung anschließen. Können wir noch ein bisschen rüberziehen. So. Und dann das mit dem verbinden. Dann haben wir da eine schöne Wendekurve. So, und ich würde sagen, wir fangen hier an. Mal schauen, wie er gleich fährt. Gucken mal, da ist der Traktor.
So, komm her. Tanken jetzt den Anhänger voll und wollen dann abladen am Komposter Befüllung. Das müsste nämlich der gleiche Trigger sein. Räumen hier die Kompostentnahme mal noch in die Produktion rein. Ja, Stunden später. So. Er hat das dann jetzt getankt und fährt dann los und hat von hier keinen Weg gefunden. Warum nicht? Findest du von hier einen Weg? Ach, weil er nur in die... Ah, okay. Die Sache. Der kann nur in die andere Richtung weiterfahren. Das müssen wir hinten noch anbinden. Da fehlt noch die Anbindung. Aber Straßennetz kommt ja. Ich wollte nur erstmal gucken, dass man den Hof, die schwierigen Stellen und das alles vernünftig angebunden kriegt. Das hier mit dem Tor auch. Wir stehen im Weg. So, hier kann ich das schon mal einstellen. Wir wollen abholen und abliefern. Und zwar wollen wir an der Kompostseitennahme abholen und das Getreidesilo befüllen. Mit... Eieiei, gibt's hier viel. Kompost, Kompost. Nehmen wir mal Kompost, Kompost. Ne, was anderes gab es da nicht. Okay, das Entladen hat jetzt noch nicht so ganz geklappt. Da müssen wir noch mal gucken. Wahrscheinlich muss er für die Dieselentladung einen Punkt weiter vorne setzen oder doch mal rückwärts fahren oder so. Auf jeden Fall fährst du jetzt erstmal zum Hofabstellplatz, wenn du leer bist. Da findet er auch schon hin. Okay, das hat noch nicht aktualisiert. Aber wir haben schon 500 Liter Kompost. Das heißt, wir können das Ganze einmal testen. Auf geht's. Tour ist gut verbunden. Das sieht doch schon mal alles sehr gut aus. Ja, Anhänger passt sich auch gut an.
Müsste ja nur den Deckel noch öffnen. Okay, mit dem Kompost scheint das Problem zu sein. Warum auch immer. So, wir befüllen ihn jetzt mal aus. So mit Kompost. Ach, das kann ich gerade nicht. Er hat irgendwie den Fill-Type nicht gefunden. Ja. Einmal durchklicken, Kompost. Haben wir es doch. Ach, vielleicht hätten wir den bei C nehmen müssen. Ne, bei C steht kein Kompost drin. Kurios. Auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, er hätte jetzt da geladen, hätte ja eh nicht gereicht zum Losfahren, was da drin war. Hat natürlich den falschen Punkt ist anvisiert, aber wir sehen, es geht einwandfrei. Und sollte dann jetzt zum Lager fahren, zum Abkippen. Die Punkte hier werden noch lustig werden, wahrscheinlich die Befüllungen. Das funktioniert mit der Laterne auch. Ah, fährt jetzt bestimmt hinten rum rein. Ja, fährt jetzt hinten rum rein. Können wir uns auch gleich mal angucken, ob das hier vernünftig funktioniert. Ja, das sieht doch gut aus. Passt auch gut mit der Ecke. Und er sollte jetzt gleich hier abkippen. Ja, das hat auch schon mal gut geklappt. So, was haben wir denn hier auf der Bahn noch? Wir haben hier einmal die Tankstelle. Die aber nichts drin hat. Theoretisch müsste das funktionieren, wenn ich ja jetzt hier einfach hier starte. Und dann machen wir hier den Punkt. Hoftankstelle.
Den verschieben wir in die Tankstellen. Und verbinden das Ganze dann da wieder mit. So. Wenn ich jetzt den nehme, erstmal den aus dem Weg nehmen. Da dürfte er nicht im Weg stehen. Wieder mit Diesel befülle. Und sage, er soll an der Hoftankstelle abladen. Müsste er das eigentlich befüllen? Was? Kein Weg zur Hoftankstelle? Warum? Ach so, ja. Kannst du auch nicht. Jetzt aber. Dann müsste er die Tankstelle eigentlich befüllen können. Werden schon gut Linien jetzt hier. Na, reicht das? Nee. Mal gucken. Ja, er kippt ab. Okay. Das hat doch schon mal einwandfrei funktioniert. So, was haben wir hier denn noch? Wasser und Dünger für Flüssigdünger. Ach, das ist die Flüssigdüngerproduktion. Da müssen wir das noch umbenennen. Also müssen wir hier Wasser abkippen und da Flüssigdünger. Okay. Interessant. Was brauchen wir hier? Getreide, Dünger und kommt Saatgut raus. Das ist recht easy. Da brauchen wir nur hier reinkippen. Können wir den gleich mit verbinden? Das ist der Balemaster. Das sind Ballenschredder sein. Das wird interessant, glaube ich. Mal gucken. Die hier werden recht easy. Nun gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.